Ja, hallo, ich bin's, die Katrin. Ach, ja, also erstmal muss ich sagen, das erfordert jede Menge Mut, das hier jetzt zu machen. Ich versuche das auch mal zu machen und dem Beispiel einiger anderer zu folgen. Ich habe eine Zusage bekommen schon für die Magen-Bypass-OP. Ich wiege im Moment 100, also fast 135 Kilo. Also das geht immer so runter und mal hoch. Also wie man sehen kann, bin ich auch nicht gerade schmächtig. Leider ist es so, dass ich auch auf Arbeit den ganzen Tag immer stehen muss und ich leide total unter meinem Gewicht. Das ist damals so gekommen. Ich habe zu meinem Freund im Auto gesagt: Du Schatz, ich schaffe das nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss irgendwas tun, sonst irgendwie, sonst habe ich keine Lust mehr zu leben. Weil so leben mit diesem Gewicht, jeden Tag die Schmerzen ertragen auf der Arbeit, die Steherei und alles und ich habe schon so viele Diäten und alles probiert und jedes Mal habe ich irgendwann versagt und hat wahrscheinlich auch psychische Hintergründe, denke ich mal. Ja, und wenn man dann versagt, klar, dann nimmt man danach immer noch mehr zu, als man vorher hatte. Also pro Diät kann man so rechnen, sind immer noch mal 10 Kilo oben drauf gekommen, also vom Anfangsgewicht. Ja. Und deswegen, ja, also an dem Tag, wo ich das zu meinem Freund im Auto gesagt habe, war ich dann nachmittags bei einer Freundin. Also ich hatte schon länger so den Gedanken, ah, ich will vielleicht mal Magenband oder irgendwas mal ausprobieren. Und vielleicht hilft das ja. Ich wusste aber nicht, wo ich mich hinwenden kann und alles. Und da waren wir nachmittags danach, also wir sind da gerade einkaufen gefahren, waren danach bei einer Freundin. Und die hat mich da auch gesehen, wie ich da saß. Ich habe ja nicht mal in ihren Stuhl reingepasst, wenn mein Arsch so breit ist. Ja, und dann sind wir wieder gegangen und abends bekomme ich dann einen Anruf von meiner Freundin und die meint, ja, sie hätte eine Freundin und die hat das machen lassen und die ist eigentlich viel dünner als ich und wieso ich nicht sowas auch mal machen will und sie weiß, wo ich mich da hinwenden kann und sie hat mir dann auch gleich einen Termin ausgemacht und hat gesagt, wehe, du gehst da nicht hin, ich unterstütze dich. Die hat gesagt, du hast so ein hübsches Gesicht und vielleicht kriegst du es damit mal hin und ich weiß ja, dass du was tust, weil ich war mit ihr schon zusammen schwimmen und alles. Und also, sie hat ja das schon so ein bisschen mitbekommen, meine kläglichen Versuche abzunehmen. Ja, und den Termin hatte ich dann bei dem Arzt und der hat auch gleich gesagt, du schaffst das nicht alleine und er würde das machen. Also, ich habe auf jeden Fall ein BMI von über 53, also doch ziemlich hoch. Schämen. Ja, das hat sich so im Laufe der Jahre. Ich bin schon immer dick. Aber es gab eine Zeit, wo ich mit leben konnte. Aber mittlerweile bei 1,60 sind 135 Kilo einfach zu viel. Und ich kann so nicht mehr leben. Und es hat so super gepasst, weil den Tag war ich echt so am Rand, so ich will nicht mehr leben. Ich kann damit nicht mehr leben. Und abends kommt der Anruf von meiner Freundin und die hat dann gleich einen Termin für mich ausgemacht und alles. Und es hat komischerweise so schnell alles geklappt. Super. Wahnsinn. Ich wundere mich heute noch, wie schnell das jetzt ging. Also jetzt innerhalb von ein paar Wochen. Jetzt habe ich diese Woche schon einen Termin beim Internisten. Nächste Woche vor Untersuchung vom Magen. Ja, und danach eine Woche nichts und dann geht schon los. Also am 12. Juni gehe ich dann schon ins Krankenhaus und dann geht's schon los. Wahnsinn. Ich hoffe mal, dass ich die OP gut überstehen werde. Ich setze all meine Hoffnungen da drauf. Also für mich wird das wie ein neues Leben anzufangen. Klar denken viele, ja, man geht den leichten Weg, aber ich habe mein Weg war bisher nicht le leicht, wirklich alles andere als leicht. Und ich denke, wenn man sich entschließt, so eine OP zu machen, es ist nicht der leichte, man muss trotzdem Sport machen und man muss trotzdem auf seine Ernährung achten. Nur ist wahrscheinlich, vermute ich mal jetzt, die Motivation dabei dann auch wieder eine andere, weil man weiß, es geht abwärts mit dem Gewicht. Und es ist nicht so dieses, oh, wieder nicht abgenommen und wieder nicht abgenommen, man tut und man rackert und man macht, kommt mit Kopfschmerzen heim, ist nur noch total müde. Also ging es mir zumindest. Ich war da nur noch total müde. Ich hatte keine Kraft mehr, irgendwas anderes zu machen. Ich war nur am, keine Ahnung, ich war einfach am Ende mit der Kraft. Das ging einfach nicht mehr. Und da denke ich einfach,
dass die Motivation anders ist, wenn du weißt, dass du wirklich abnimmst und dass es auch einen Sinn hat. Ja. Okay, das war es jetzt erstmal das erste Video von mir. Ihr werdet auf jeden Fall von mir wieder hören. Und ich wünsche allen anderen, die auch vorhaben, diesen Weg zu gehen, alles, alles Gute und viel Erfolg dabei. Okay, ciao.